Hi, freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute zeige ich dir an einem Beispiel, wie man ein lineares Gleichungssystem mit Hilfe des Gauss-Algorithmus löst. Schwierigkeiten stellen sich hier ein paar. Also zum einen passiert es sehr oft, dass man sich verrechnet, weil man die Gleichungen, die man hat, immer wieder neu abschreiben muss. Macht man außerdem oftmals einfach Abschreibefehler. Zum anderen ist es manchmal auch schwierig abzuschätzen, auf welchem Weg man am schnellsten zum Ziel kommt. Mit der Zeit und mit der Übung bekommst du das aber auch raus. Also erstmal zur Erklärung, was ist mit dem Gauss-Verfahren oder Gauss-Algorithmus gemeint? Also beim Gauss-Verfahren versucht man, ein lineares Gleichungssystem auf Stufenform zu bekommen. Ein lineares Gleichungssystem besitzt Stufenform, wenn alle Koeffizienten unterhalb einer Diagonalen 0 sind. Das heißt also, dass es eben Stufenform besitzt. Das sieht man hier, ist wie so eine Treppenstufe. Das heißt, in der ersten Gleichung tauchen noch alle meine Unbekannten auf. Das sind hier die x, also x1, x2 und xn, jeweils mit den entsprechenden Koeffizienten der ersten Gleichung. In der zweiten Gleichung habe ich dann schon eine Unbekannte weniger, und zwar die erste fällt weg. Hier fallen dann die ersten beiden weg und so weiter. Das Schöne daran ist nämlich, also wenn ich jetzt hier, ich habe hier n Unbekannte, wenn ich jetzt hier n Gleichungen hätte, dann hätten wir hier quasi so einmal die Diagonale und so ein halbes Dreieck. Dann hätte ich hier in der letzten Gleichung eben nur noch stehen, xn ist gleich irgendwas. Das heißt, ich hätte schon hier in der letzten Gleichung die Lösung für die unbekannte xn. Diese Lösung könnte ich dann in die vorletzte Gleichung einsetzen. Dann habe ich da auch nur noch eine Variable, also eine Unbekannte, und kann damit diese Gleichung nach dieser Unbekannten auflösen und so weiter. Das heißt, man kann dann stufenmäßig von unten nach oben alle einzelnen Unbekannten bestimmen. So, wie kommt man jetzt auf so eine Stufenform von einem ganz normalen linearen Gleichungssystem? Also es sind hierbei erlaubt, Äquivalenzumformungen zu machen. Was sind das für Umformungen? Also zum einen ist es erlaubt, Gleichungen zu vertauschen. Das heißt, einfach die Position zu vertauschen. Es ist erlaubt, eine Gleichung mit einer Zahl c, wobei c ungleich 0 sein soll, zu multiplizieren. Außerdem darf man Gleichungen addieren und eine Gleichung durch die Summe von zwei anderen Gleichungen eben ersetzen. Das heißt, das hier ist alles erlaubt, und mithilfe von diesen Werkzeugen soll man eben dieses Ziel hier erreichen. Ich zeige jetzt an einem Beispiel, wie das geht. Genau, ganz allgemein löst man hier das Gleichungssystem mit Hilfe des Additionsverfahrens. Also das Gauss-Verfahren baut auf dem Additionsverfahren auf. Beim Additionsverfahren geht es ja auch darum, Gleichungen so mit Faktoren zu multiplizieren, dass bei der anschließenden, also beim anschließenden Addieren von zwei Gleichungen eine Unbekannte eben herausfällt. Also das hier ist unser lineares Gleichungssystem. Wir wollen das jetzt auf Stufenform bringen. So, als allererstes fängt man immer damit an, dass man sich für eine Variable entscheidet, die man jetzt aus allen Gleichungen bis auf die erste eliminiert. Okay, das ist eben das, was man hier, also hier haben wir x1 als Variable nur in der oberen Gleichung, sonst ist x1 überall verschwunden. Das ist jetzt der erste Schritt, den wir auch gehen wollen. Wir wollen jetzt x2 hier rausbekommen. x1 wollen wir hier rausbekommen. So, dazu vergleichen wir die Koeffizienten vor x1. Hier haben wir 2x1, hier haben wir 3x1 und hier haben wir nur 1x1. Das heißt also, wenn ich jetzt aus der Gleichung x1 rauskicken will, würde es sich anbieten, wenn ich, jetzt muss ich mal kurz überlegen, dreimal die erste Gleichung nehme, dann habe ich hier 6x1 und davon zweimal die zweite Gleichung abziehe. Dann habe ich also zweimal die zweite Gleichung, dann habe ich hier auch 6x1, dann rechne ich 6x1 minus 6x1 gibt 0x1. Das heißt, das macht man hier, und jetzt darf ich auch meine zweite Gleichung direkt durch diese neue Gleichung ersetzen. Ganz allgemein nochmal zum, also wie man das jetzt, wie man dabei vorgeht. Man schreibt insgesamt immer wieder seine Gleichungen ab. Dazwischen setzt man diesen Strich.
Dabei verändert, also in jedem Schritt verändert man irgendetwas. Das macht man immer hier vorne auch kenntlich. Wenn man jetzt eine Gleichung durch die Summe von zwei anderen Gleichungen ersetzt oder ähnliches, dann nennt man die eben, gibt man den neuen Namen, den Gleichungen. Ja, das habe ich zum Beispiel da gemacht. Was ist noch wichtig? Genau, wichtig ist darauf zu achten, dass man sauber arbeitet. Das heißt, schau darauf, dass x1 immer untereinander steht, x2, x3 und so weiter. Das ist viel übersichtlicher. Und zweitens, ganz großer Tipp, rechne nicht zu viel auf einmal. Also hier habe ich teilweise große Schritte auf einmal gemacht. Einfach, weil ich nicht so viel Platz habe. Aber wenn du Platz hast, dann mach das Schritt für Schritt, weil da passieren so schnell Fehler. Das ist nämlich so ein Rumgerechne. Also lass dir da auch wirklich Zeit und guck, dass du beim Abschreiben von einer Gleichung, hier habe ich zum Beispiel die Gleichung 1 einfach nur abgeschrieben, weil ich nichts an der verändern wollte. Guck, dass du auch beim Abschreiben keine Fehler machst. Passiert auch sehr oft und ist wirklich richtig blöd. Okay, also ich rechne 3-mal Gleichung 1 minus 2-mal Gleichung 2. Dann, jetzt muss man sich gut konzentrieren, weil jetzt machen wir das in einem Schritt. Das heißt, ich habe hier 6x1 minus 6x1 fällt weg. Hier habe ich 6x2 minus 2x2 gibt 4x2. Dann habe ich hier minus 3x3 minus 2x3, Entschuldigung, minus 9x3 minus 2x3 gibt minus 11x3. Hier habe ich jetzt 9 minus 26 sind minus 17. Okay, diese Gleichung nenne ich jetzt Gleichung 4, denn ich habe eine Gleichung, meine Gleichung 2, durch die Summe oder Differenz aus irgendwelchen Gleichungen ersetzt. So, ich will jetzt auch in Gleichung 3, dass mein x1 herausfällt. Dazu rechne ich aus Gleichung 1 minus 2 mal Gleichung 3. Das heißt also, dann rechne ich eben 2x1 minus 2 mal x1, damit fällt x1 weg und so weiter. Also deswegen mache ich das so, meine ich. So, dann rechne ich 2x2 minus 6x2 sind minus 4x2 minus 3x3 minus 4x3 sind plus 4x3. Minus 3x3 plus 4x3 gibt x3. Dann sollen wir überlegen, 3 minus 16 gibt minus 13. Ja. Das ist jetzt die Gleichung 5. Okay, jetzt, und das ist jetzt auch wichtig, rechnet man mit den übrigen zwei Gleichungen weiter. Also wir haben jetzt diese zwei hier. In diesen zwei Gleichungen habe ich jetzt x1 eliminiert. Deswegen rechne ich jetzt auch mit diesen zwei weiter und mit Hilfe von diesen zwei Gleichungen muss ich jetzt versuchen, also in einer der beiden Gleichungen, jetzt auch noch x2 herauszubekommen. Das geht jetzt hier viel einfacher, weil hier habe ich schöne Koeffizienten. Ich habe hier 4x2 und hier minus 4x2. Das heißt, es reicht aus, die beiden Gleichungen zu addieren und das x2 fällt heraus. Ich muss dann nicht nochmal irgendwas mit Faktoren machen. Das heißt, ich ersetze jetzt die dritte Gleichung durch die Summe aus Gleichung 4 und 5. Dann habe ich 4x2 plus minus 4x2 sind 0x2. Ich habe minus 11x3 plus x3 sind minus 10x3. Minus 17 plus minus 13 sind minus 30. Ich habe eine neue Gleichung, deswegen nenne ich sie jetzt Gleichung 6. So, jetzt habe ich meine wunderschöne Stufenform. Ich habe eine Diagonale, die ich einzeichnen kann. Und jetzt kann ich schrittweise auflösen. Dabei fangen wir hier unten an. Also wir fangen an mit Gleichung 6. Minus 10x3 sind minus 30. Ich teile durch minus 10. Dann weiß ich, dass x3 eben 3 sein muss. Geschafft. So, dass x3 gleich 3 ist, setze ich jetzt in die Gleichung hier ein. Dann habe ich 4x2 minus 11 mal 3 sind minus 17. Das muss ich dann noch vereinfachen. Also hier habe ich minus 33, dann rechne ich auf beiden Seiten plus 33 und dann noch geteilt durch 4. Dann ergibt sich, dass x2 4 sein muss. Jetzt setze ich x3 gleich 3 und x2 gleich 4 in die letzte Gleichung ein. Dann habe ich 2x1 plus 2 mal 4 minus 3 mal 4 ist 3. Also x2 und x3 halt eingesetzt. Das kann man dann wiederum vereinfachen und erhält dann, dass x1 gleich 2 ist.
Und damit habe ich mein lineares Gleichungssystem gelöst. Meine Lösungsmenge umfasst also das Tripel 2, 4 und 3. Genau, also beim ersten Mal ist es manchmal relativ kompliziert und man checkt irgendwie gar nichts. Ich verspreche dir aber, mit der Zeit wird es besser. Dann bekommt man auch so einen Blick dafür, wie man am schnellsten ans Ziel kommt. Bis dahin einfach üben, guck dir noch mehr Videos an und bleib dabei. Bis dann.